Prozent rechnen, und zwar alle drei Möglichkeiten auf einmal. Bei diesem Video ist es wichtig, notfalls zurückspulen, nochmal anschauen, mehrfach anschauen, denn hier muss der Unterschied erkannt werden und hier müssen auch die Schritte erkannt werden. Bei der Aufgabe ist es relativ leicht herauszufinden, was Grundwert, was Prozentwert und was Prozentsatz ist. Suchen wir mal. Prozentsatz ist auf jeden Fall da, 60%. Dann sind es 600 Schüler. Und jetzt suchen wir, wie viele Schüler 60% sind. Da der Prozentsatz und der Prozentwert immer zusammenhängen, das ist genau das, was wir hier suchen. Also muss 600 der Grundwert sein. Man könnte es auch erkennen, weil dann von davor steht. Gegeben ist also der Grundwert mit 600, der Prozentsatz mit 60% und Prozentwert fehlt. Wie berechnen wir das Ganze? Wir müssen immer versuchen, Aussagen aus diesem Text in mathematische Form zu bringen. Was sind denn 600 Schüler? 600 Schüler ist doch das Gesamte, das Ganze. Und das gesamte Ganze bei Prozentrechnen sind immer 100%. Also können wir das doch schon hinschreiben. 100% entspricht 600 Schüler. Und wir wollen jetzt herausfinden, wie viel sind 60%. Na, das ist doch relativ leicht mit der direkten Proportionalität bzw. Dreisatz zu lösen. Ich bringe das Ganze erstmal auf 1%. Und wie mache ich das? Ich teile hier durch 100 und hier durch 100. Dann steht dran, 1% entspricht 6 Schüler. Und wenn ich jetzt wissen will, wie viel 60% sind, muss ich hier nur noch auf 60 gehen. 60% entsprechen also 360 Schüler. Antwortsatz würde hier lauten, 60% sind 360 Schüler. Und wir wären fertig. Ihr seht, ganz wichtig, am Anfang analysieren, was ist gegeben, dann das Ganze in die richtige Reihenfolge. Jetzt machen wir einen anderen Teil. 560 Schüler haben Sophie zur Schülersprecherin gewählt. Das sind 80%. Wie viele Schüler haben gewählt? Man erkennt relativ leicht, diese 80% beziehen sich auf die 560 Schüler. Also wird das der Prozentwert sein und das der Prozentsatz. Prozentwert also 560, Prozentsatz 80%. Gesucht ist diesmal der Gesamtwert. Das heißt, wir können hier nicht anfangen, 100% entspricht, sondern wir müssen uns was anderes einfallen. Aber da der Prozentwert und der Prozentsatz ja immer zusammenhängen, können wir jetzt eben schreiben, 80% sind 560. Steht ja auch hier dran, diese 560 Schüler, im nächsten Schritt seht ihr, dass diese 560 genau die 80% sind. Also 80% entspricht 560 und wir müssen jetzt auf den Gesamtwert kommen oder den Grundwert kommen. Aber wie komme ich da drauf? Ah, ich weiß doch, der Grundwert ist immer 100%. Das heißt, ich muss diese 80% einfach nur auf 100% kriegen. Das heißt, ich gehe wieder zurück. Ich mache wieder hier geteilt durch 80 links, geteilt durch 80 rechts. Also 1% 7. Und dann bringe ich es auf 100%. Mal 100 heißt also in dem Fall, 100% sind in dem Fall 700 Schüler. Ihr erkennt bereits ganz leicht, wenn quasi der Prozentwert gegeben ist, muss ich halt einfach nur 80%, also quasi den Prozentsatz und den Prozentwert in eine Zeile bringen. Ist der Grundwert gegeben, mache ich immer 100% und Grundwert. Diese zwei Sachen kann man noch relativ leicht unterscheiden. Jetzt kommt etwas, wo man den Prozentsatz bestimmen muss. Das heißt, wir haben ein PW und ein GW. Das kann man noch ziemlich leicht erkennen. GW ist 480, PW ist 120. Wie gehe ich jetzt hier vor? P%, wie berechne ich das? Also ich fange wieder an, GW ist 480. Und was ich jetzt weiß, ist, dass PW 120 ist. Ich mache jetzt mal alles komplett hin, wie ich draufkommen bin und erkläre es jetzt aber an dem. Also ich muss von 480 irgendwie hier auf 120 kommen. Ich mache das so, ich gehe jetzt quasi erstmal auf 1%, das sind 4,8 Schüler. Ja, Komma, aufpassen, aber 1% sind halt dann 4,8 Schüler, gibt es halt dann Komma-Schüler. Und jetzt muss ich irgendwie schauen, wie komme ich von 4,8 auf 120? Ich mache das so, ich teile 120 geteilt durch 4,8. Und da habe ich jetzt rausgekriegt, dass das 25 sind. Das heißt, ich weiß, hier muss ich mal 25 nehmen, um auf 120 zu kommen. Da muss ich doch auch hier. Also komme ich hier auf meine 25%. Das ist eine Möglichkeit. Ich schreibe also quasi immer den GW hin und versuche auf der rechten Seite vom GW einfach auf den PW zu kommen durch einen Dreisatz. Muss hier allerdings ein bisschen komplizierter rechnen wie hier oben. Aber das kriegt er hin. Es gibt hier für diese Möglichkeit noch andere Möglichkeiten. Wenn er da selber draufkommt, dürft ihr die auch verwenden. Ansonsten bitte nach diesem Schema. Wichtig bei diesem Hefteintrag, ihr sollt nicht nur einzeln verstanden haben, was wo passiert, sondern ihr sollt es unterscheiden können. Ihr sollt wissen, was muss ich machen, wenn PW gesucht ist, was muss ich machen, wenn GW gesucht ist und was muss ich machen, wenn P gesucht ist.